Ja, dafür war das aber wirklich sehr gut. Ja, dafür war das schon. Ja, oder das ist halt so low quality, weil das alles aus vorgemachten Objekten ist, dass ich dachte, ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich sag, wie es ist. Es wird eh das Update rauskommen, wir werden alle so einen Aha-Moment haben. Und wir werden sagen, okay, deswegen hat er so lange gebraucht. Das Main-Menü wird so komisch aussehen. Oh! Warte, was wird denn da bitte sich ändern? Also, ja, nicht viel, aber irgendwas wird ja anders sein. Also das Main-Menü meinst du jetzt bei Moor? Ja, generell. Also wenn du bei Moor reingehst, wird da halt Versus-Mode. Ja, das wird so cool. Das wird so geil, Mann, Kairos. Du gegen mich. Wir sehen uns da. Landis, wir können uns battlen. Das sehen wir uns, ne? Aber weißt du, was ich brauche? Guck mal kurz, Screenshot. Ich zeig dir ich was. Ich hab dich auf dem Zeitbildschirm, Digga. Weißt du, was ich da eigentlich eher sehe, ist, dass dieser Versus-Mode rauskommen wird und einfach erstmal für einen Monat nichts funktionieren wird. Ja, das könnte ja, auch sein. Ja, das wird ein bisschen buggy, aber Digga. So, warte, ich muss Heavy. Gebt mal eure Prognose ab, wann, wie lange er brauchen wird, nach Zubuntu ein neues Update fertig zu haben, weil er gesagt hat, er wird auf jeden Fall schneller sein nächstes Mal. Einer gar. Weil er nicht so viel machen wird. Ich werde nur sagen, 7 Jahre. Ja, guck mal, das muss dann geben. Guck mal. Ein Jahr oder halt 2 Jahre. Guck mal, Mike, das muss dann geben. Oh shit, Ranking! Das wäre so nice. Weiß man jetzt eigentlich ungefähr, wann 2.2 rauskommt? Nein. Er gibt keine Prognose an. Er hat nur gesagt, jemand hat gefragt. Also, es wird langsam ins Endspurt, ne? Weil jemand hat gefragt, General Chat bei GD, am Server, ob es möglich ist, dass Tupac dieses Jahr kommt. Er hat gesagt, er gibt sein Bestes. Ja, das ist eine Prognose bis Weihnachten. Glaub das heißt überhaupt nichts, aber ich würde es feiern, wenn das gegen Weihnachten released, weil einmal hat Rob gesagt, dass Tupac kommt an Weihnachten. So gegen Weihnachten. Das hat er 2017, glaube ich, gesagt oder so. Als Januar war, als es geteased hat. Ja, so gegen Christmas hat er gesagt. Aber dann als Christmas 1 vorbei war, in 2017 hat er gesagt, ha, er hat nicht gesagt, welches Christmas. Ja, oder es kommt einfach am 2.2. raus. Das ist auch witzig. Oder einfach 1.1.2022, weil das ist Super 2, ja. Am 2.2.2022. Boah! Das könnte for real sein, glaube ich. So. Aber angenommen, Rob ist so gegen Weihnachten dieses Jahr fertig, ja, und kannst releasen. Ich glaube, es ist kein Mensch, der dann einfach uns auch 2 Monate warten lässt, um ihn zu bringen. Nee, nee. Der Typ sagt, der wird sich safe. Der macht sich safe schon Vorwürfe die ganze Zeit schon. Natürlich. Aber ich glaube, naja, ich weiß nicht, ich glaube, den juckt's gar nicht. Doch, den juckt's. Naja, der Typ lebt von GD mit Abstand, also so richtig. Der liebt das Spiel. Ist fucking reich. Oh. Neue Progress von Leisen. Aber wisst ihr, wie Hard Rob eigentlich Glück hat, dass GD so lange einfach von sich selbst gelebt hat? Jedes andere Game wäre gefühlt gestorben direkt. Weißt du? Aber die Player haben einfach gefühlt Updates selber gemacht. Leidenschaft, halt. Mega Hack ist einfach so ein Zwischenupdate von GD. Ja! Oh, Jungs, wie lustig wird's, wenn einfach absolut erstmal auf 2x2 alles triggern muss. Einfach, das wird einfach nicht mehr funktionieren. Ey, vor Absolute Gamer kriegt man. Man muss wieder Default Texture Pack benutzen. Weil neue Sachen zugefügt werden. Wäre lustig, wenn ein Absolute Gamer so auf so einem Private Server selber 2.2 rausgibt. Ah! 94! Nee! Last Click! Nee. Nein! Ja, okay, zählt. Was ist das?